Ja, schönen guten Tag. Ich stelle hier einmal kurz die Programmierumgebung Caret vor. Und zwar gibt es da eine deutsche und eine englische Version. Die deutsche Version sieht man hier kurz auf der rechten Seite. Hier können, wie gesagt, deutsche Befehle eingegeben werden mit einem kleinen Männchen, das Bausteine verteilt, auch in die Höhe, also dreidimensional. Mit der Version arbeite ich nicht. Ich nehme lieber die englische Version. Das kommt der realen Programmierumgebung irgendwie ein bisschen näher, wie ich finde. Und deshalb, wenn ich da was möchte, gebe ich bei Google Robot Carol ein und kriege dann sofort zwei Top-Ergebnisse, mit denen ich arbeiten kann. Einmal die Schularena.com, da ist Carol beschrieben. Auch Links und Lösungen sind da zu finden. Und hier Thread Overflow, wo ich die Einrichtungsumgebung finde. Das heißt, wenn ich mit Carol starte, dann kann ich hier ein bisschen runterscrollen und unter Windows und Mac kann ich dann die Installationsanleitung lesen. Und zwar kommt es immer hier auf diese Datei carol.jar an, die in einer Java-Umgebung funktioniert. Sie muss nicht installiert werden, sie kann einfach durch einen Doppelklick gestartet werden. Aber dazu muss eine Java-Umgebung installiert sein. Ist sie das nicht, kann man das hier oben nachholen. Habe ich auf diesem PC gerade gemacht. Geht wirklich schnell und problemlos. Ja, wenn ich das dann gemacht habe, kann ich hier Carol starten. Ich habe die Datei auf einen Desktop, auf meinen Desktop abgelegt. Ich kann auch kurz einmal hier die Schularena zeigen. Hier sind auch die ganzen Links nochmal vorhanden und auch ein Link zu einem Lernprogramm von der Uni Stanford. Das zeigt einmal die ersten Schritte, wie ich mit Carol zurechtkomme. Und je weiter ich hier unten fortschreite, desto intensiver wird es. Aber ich bekomme hier einen sehr guten Überblick über die Programmumgebung. Ja, aber jetzt starten wir auch gleich. Dazu wechsle ich einmal eben zu Carol. Ich habe jetzt Carol mit einem Doppelklick auf die Datei gestartet. Das heißt, ich habe in der Schule meinen Schülern die Datei über iSurf einfach zugeschickt. Sie haben sie auf den Desktop übertragen und konnten sie dann auch mit einem Doppelklick starten. Carol hat hier den Roboter, der hier seine Aufgaben erfüllen muss. Und wenn ich auf Go drücke, zeigt er mir auch, was er macht. Es ist jetzt ein bisschen schneller eingestellt, damit es nicht zu lange dauert. Ich kann hier oben die Geschwindigkeit regulieren. Und wenn ich verstanden habe, was ich machen soll, dann kann ich hier in diesem Bereich eine Programmierung vornehmen, auch mit Kurztasten, damit man nicht ganz so viel tippen muss. Es gibt hier jede Menge Aufgaben. Oh, meine Maus. So, und hier, da kann ich natürlich oben anfangen. Ich habe jetzt zur Anschauung etwas tiefer eine Aufgabe gestartet, aber man fängt natürlich oben an und arbeitet sich dann durch und es wird immer etwas komplizierter und umfangreicher. Wichtig ist, dass der Aufgabenname hier steht, der hier auch hier steht, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, und wenn ich dann hier programmiert habe, alles eingegeben habe, dann kann ich auf Start drücken, um zu sehen, ob es funktioniert. Carol zeigt mir dann auch an, wo er gerade sich befindet, in welchem, gerade bei Repeat-Funktion ist das ja ganz wichtig, dass ich weiß, wo er ist. Ja, und siehe da, er hat sein Ziel erreicht und ich kann dann zur nächsten Aufgabe gehen. Insgesamt muss ich sagen, mir macht Carol Spaß, so als Einstieg und als Anfänger. Und auch die Schüler waren ganz gut dabei. Sie sind motiviert, sie haben Erfolgserlebnisse. Und dadurch, dass das, wie gesagt, auf Englisch ist, ist es eben auch so ein bisschen wie eine echte Programmiersprache. Wenn ein Schüler weitermachen möchte, kann er sofort sich auch eine echte Programmiersprache packen und kann dann aufbauend einfach weitermachen. Er hat sich hier mit Carol noch nicht festgelegt. Ja, viel Spaß damit. Ich kann nur sagen, ich habe damit schöne Stunden mit meinen Schülern verbracht, mit tollen Ergebnissen und alle waren eigentlich recht zufrieden.